glaube ich, jedem klar, dass das absurd ist. Also Aber das wir Leben bewegen aufgeben, um nicht zu sterben, ja. Das ist oder Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Genau das ja. erleben wir gerade, ja. Und in einer Phase, in der wir vielleicht, ich übertreibe es bewusst, sagen, vielleicht ist es ja Ebola genauso schlimm. Ebola hat bis zu 90% Versterbensraten, ja. Gut, in der Phase kann man sagen, sicher ist sicher, Sicherheit geht vor, absolute Sicherheit geht vor. Aber wir müssen eingestehen, das war eine Überreaktion, wir müssen deeskalieren. Ich persönlich vermute, dass unsere Regierungen sich hier einfach verrannt haben, dass sie heute dastehen mit dem Problem, einräumen zu müssen, dass man überreagiert hat, dass ganz viele Politikerinnen und Politiker aus persönlichen Karriere- und politischen Gründen hier davor scheuen zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen das Ja, aber deeskalieren. wir müssen ihn aus. Es ist ja schön, dass man da ein bisschen Verständnis hat. Aber ich meine, wir müssen es ausbaden. Wie viele Menschen werden wirtschaftlich ruiniert sein? Ja, spätestens vielleicht Ende des Jahres, Ende nächsten Jahres, wenn die Kurzarbeit ausläuft oder wenn dieses Insolvenzvermeidungsgesetz ausläuft, das ja, glaube ich, jetzt im Frühjahr nächsten Jahres bis zum Frühjahr nächsten Jahres verlängert wurde. Das sind ja alles Sachen, im Moment merkt man es ja nicht so. Also die Kollateralschäden sind ja extrem hoch, genau. Auch medizinische und wirtschaftliche. Also im Grunde, aufgrund einer Hypothese, schließen wir ein Land zu. So ist es. Wir schließen ein Land zu. Wir traumatisieren Kinder und Jugendliche, die groß werden in einer Zeit, in der sie glauben, dass ein Mensch ohne Maske für sie eine Bedrohung ist, indem wir körperliche Gewalt in Läden erleben, weil Menschen sich um Klopapier prügeln. Bitteschön, es wäre eine witzige Realsatire, wenn es nicht so schrecklich wäre. Ich selbst habe das oft erlebt. Ich muss nur in die Nähe eines Supermarktes kommen und Menschen brüllen mich an. Ziehen sie ihre Maske auf? Wollen sie mich töten? Ich frage mich jeden Tag, wie wird das Leben nach diesem Corona-Alarm überhaupt aussehen? Wie kommt man jemals wieder weg? Wir rennen jeden Tag tiefer in eine Angstsituation hinein, die so tiefe Risse in unserer Gesellschaft hinterlässt, quer durch Partnerschaften und Familien, dass ich mich wirklich frage, wie kann ein friedliches Zusammenleben aussehen? Und ich frage mich auch wirklich, geht das alles weiter, ohne dass es zu Gewalt kommt? Ohne dass es zu Gewalt kommt. Ja, das hoffen wir alle. Vielen Dank, Dr. Paul Brandenburg. Ich hoffe, dass wir in ein paar Monaten vielleicht nochmal zusammensitzen und im Grunde diese Fragen, die Sie gerade in den Raum gestellt haben, vielleicht ansatzweise beantworten können. Also für mich ein höchst informatives Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen und vielleicht ist ja dann ein Wunder geschehen und wir können uns sogar wieder persönlich begegnen, und ohne dass es mehrfach strafbar ist. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Ja, Leute, also ich persönlich frage mich die ganze Zeit, warum Panikmache immer noch zum Repertoire der Politik gehört. Und ich frage mich immer noch, was das soll. Also ich wünschte mir, Politiker wie zum Beispiel in Schweden nüchtern, abwägend, erklärend und nicht solche, die mit Horrorzahlen durch Talkshows ziehen und den Menschen Angst machen. Was halten Politiker, die so handeln, von ihrem Volk? Auch eine interessante Frage. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.